Revanche, ich will Revanche. Gegen das Trainingszentrum. Ja, das wird jetzt ein bisschen langweilig, aber was soll ich machen? Ich muss hier gewinnen. Wenn nicht, muss ich das aufspielen. So, die gleichen Leute. Okay, ich muss merken, dass der und der und vielleicht eher Tarzanschuss kann. Also es ist eine gemischte Mannschaft. So. Ich kann ja was versuchen. Achso. Los. So. Hier kommt da mal hin. Du läufst auch schon mal geradeaus und du auch. So. Hallo, das meine ich mit der Kamera, da ist ja. Was auch immer, Tackling. Natürlich, und jetzt rennen sie alle nach vorne. Los, hol doch mal was, Blitzschwitzer. Fehlt. Ich weiß nicht, ob der was einsetzen kann. Och, das meine ich, das ist doch unvoraussehbar. Jetzt habe ich die Himmelshand eingesetzt und dann. Muss ich bei der heißen Phase aufpassen. Die? Daneben, ja natürlich. So. Hallo? Warum werden... Meine Männer werden immer gedeckt, aber hier unsere... Die rennen hier wie Tollpatsche herum. Waffendreher, ja. Fehlgeschlagen. Hallo? Was soll der Dreck denn jetzt, Steve? Wieso lässt du den Ball nach den Ober... Und der bleibt da stehen, Nino! Das... Ey, das ist doch unglaublich, was die meine Leute anstellen. Bleiben die stehen, der lässt einfach vor... Hi, guten Tag, wollte er sagen, ne? Ey, hallo, es geht hier um Leben und Tod! So, los, lauf! Ey, nicht gucken, laufen! Auch das hasse ich hier auch wie die Pest. Ja, und dann verliert er auch noch gegen so einen. Auf ihn! Hallo, wieso? Wie kann das sein, dass die mehr als 11 sind? Überall sind Spieler von denen. Die Mauer kommt jetzt! Alter Falter! Pass! Lauf doch! Und lauf! Das war kein Abseits, das war gespielt. Dragon Ball. Also ich dachte jetzt schon, ey, mein Herz hat geklopft, das war mitten im Lauf gespielt, also... Klingenhüter und... Ah, Glück gehabt. Es steht jetzt endlich 1:0 für uns. Manometer, ey, geht doch. So, jetzt muss ich nur noch halten. Oh, komm, Tackling. Aber er folgt bestimmt wieder, ne? Der ist doch immer so grob, ja. Ne, doch nicht. Na, komm, hol den Ball, hol den Ball. Und jetzt lauf. Und jetzt lauf! Der ist außer Gefecht gesetzt. Lauf doch! Und schieß und mach und tu und setz Feuertornado ein. Mann, das hasse ich, wenn die nicht laufen. Die stehen dann noch 2 Sekunden und dann können, weil dann sind die schon da und dann hat sich die Sache. So, jetzt sind wir besser dran bedient. Jetzt steht es 2:0 für uns und nicht für die. Ich muss unbedingt Shadow eine Spezialattacke geben. Also eine Schusstechnik. Ja, komm. Setz du mal öfters Powerkugel ein. Ach, die können die heiße Phase auch also machen. Na komm. Rätschen. Hallo? Rauf. Rauf. Nino. Wer auch immer jetzt hier dran ist. Defensivstreich.
So, Ende Halbzeit. Genau so wird's gemacht. Ich schaff das nicht. Das wirst du schaffen. Die heiße Phase bleibt also. Wenn man kurz vor Ende der Halbzeit aktiviert, bleibt die also auch in der zweiten Halbzeit. Interessant zu wissen. Au. Na, na, na. Nein! Was machst du da? Das war doch so schöner Pass. Ich bin jetzt auch mal so. Defensivstreich. Und natürlich, er fault. Ablocken. Dickerchen. Los, lauf. 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 Schieß. Schieß. Mach, was du willst. Blitztrampolin. Lauf. Lauf. Hip und BAM! Rein das Ding. Jetzt bin ich schön im Lauf. Klinghüter, der Kiste knicken. Boom. Wie gefällt euch das? 3-0. Ja, ich will es mir eigentlich nicht mal ansehen. Mist, zu spät gedrückt. Ach hey, ich sehe mir das 3-0 nochmal an. Schön. Nein, nicht erneut ansehen. Und wie gefällt euch das? So, jetzt drehe ich auf. Die weiße Phase ist gleich vorbei. Das ist super. Alles auf ihn. Schattenattacke. Low Shadow. Zeig, was du kannst. Oh, doppelt. Das ist super. Oh, ist dir wirklich schon hingefallen? Jetzt wird's. Eisenphase vorbei. Los, komm. Komm. Lauf. Haha. Barsch. Finte. Hält das was? Nein! Mist, der kam nicht durch. Das wäre jetzt cool gewesen. Ich wollte noch Feuer. Dragon Tornado machen. Feuer. Dragon Tornado. Okay, Spiegelung. Oh, ist jetzt das auf Bein gefallen? Los, Templeton. Oh nein. Zurück, Templeton. Nino, greif an. Rätschen. Zack. Hier. Lauf, Templeton. Lauf, 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 lauf. Lauf. Guck mal, da ist er mal. Du sollst laufen. Und yes. Oh, ho, ho. Holy shit, oh Mist. Egal, Dragon Ball. Was war das denn für eine Aktion gerade? Ich hätte niemals gerechnet, dass der irgendwie noch einen Mitspieler von uns erreicht. Richtig geil, ey. Super Templeton. Bam, da. Kurz vorm Aus schießt er ihn noch schön in den 5er-Meter. Geil. Richtig geil. Super. 4-0. Ja, das ist doch jetzt. Wir sind überlegen. Das hätten wir gerade vorhin gehabt, noch so 4 Tore. Aber dafür hatten wir die Zeit nicht mehr gehabt. Hat doch so schlecht gespielt. So. Grätschen. So. Ah, super. Foul. Ah, das ist jetzt scheiße. So, Templeton. Geisterzorn. Yes! Zeig, was du kannst. Der sieht auch so komisch aus mit seiner komischen Dingern da. So, Nino. Pass zurück. Ah, gut. Zurück. Genau das hasse ich. Er sollte eigentlich zu Nino, der Ball. Aber irgendwie klappt das nicht. Ja gut, du hast mich von Abseits bewahrt. Tackling. Okay,
Okay, das hat nichts geschadet. Hat nichts geschadet? Wieso hat das nichts geschadet? Bleib zurück, bleib zurück. Okay, die Mauer. Ich will hier... Nein! Nix! Nix Tempospur. Shit. Ja, jetzt hat er freie Bahn. Und er kann Tata-Schuss. Das weiß ich. Himmelshand. Wenn sie noch ein Tor schießen. So, Tata-Schuss gegen die Himmelshand. Und? Werde ich ihn halten? Nein! Ah, dafür ist sie zu schwach. Nein. Oh. Es ist doch ein 4:1 geworden. Schade, schade. Aber dass er jetzt noch seinen Angriff ausführen dürfen, wenn ich das machen würde, würde es sofort das Spiel abgebrochen. Das ist mal so die Gerechtigkeit hierbei. Ja, denkt man. Ah. Schade. Egal. Kein zu null. Besser als nichts. Wir haben trotzdem gewonnen. Der Punkt. Ist eh jetzt vorbei. Ja, war klar. Gewonnen! Ja, das war's. Wir haben gewonnen, Leute. Super. So, neue Level für Walter. Man hat was Neues gelernt, und zwar Powerkugel. Gut gemacht, fühlt euch jetzt stärker. Willkommen zurück, hier ist das aktuelle Ergebnis. Um ein Punkt ist die Schnelligkeit verbessert. Oh ja, Nino kann es gut gebrauchen. Oh, das sieht so geil aus, muss man schon sagen. Besser als in Teil 2. Was hätten sie übernehmen können? Okay. Wundervoll. Ja, Leute. Dann werden wir bald in die Oberfläche, oder ich werde noch ein bisschen trainieren hier. Ein bisschen Offscreen-Training machen. Denn der nächste Herausforderer ist ja in der Vorrunde Brainwashing Johnny. Hi! Zwei haben wir schon beseitigt. Oder war das denn? Ich meine, es sind schon zwei gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ihr habt es ja verfolgt. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Also, der nächste Vorrundengegner ist auf jeden Fall Brainwashing Junior High. In Anime kennen mich die, wenn das die ist, die ich in Erinnerung habe. Ja, und die sind nicht gerade ohne gewesen. Aber ich werde hier ein bisschen aufstehen trainieren. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, denn das war's mit Inazuma 11. Also, bis dann.